Ein Cracker-Rind. Voll auf Crack, die Viecher. Hallo, darf ich dich streicheln? Bist du denn ernst? Was mache ich? Rindfleisch. Ich wollte ihn streicheln. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Alle Tiere hassen mich. Ich gehe jetzt in meine Ecke und weine. Willkommen zurück. Captain Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medication. Ehre unterleben. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out. And he knows I'm trying to find out. Schön, auch mal schlafen. Gute Nacht. Schlaf schön, Selina. Danke, dass du da warst. Und träum was Schönes. Meaning that despite the fact that... Ich lasse es heute auch noch mit den Energy. Ich glaube, das reicht. He knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children. Dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south. Valentine? Oh, das ist schon wieder eine ganze Ecke. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Das kann eine lange Reise werden. So, this Colonel Faith, he knows you're up here helping these people? Yes. And no. He knows I'm here to produce a report on the situation. Ich hab grad die Mail, hast du mir jetzt nochmal gelesen, ich soll das Ding casten. Ernsthaft? But I think my presence might be making things worse. What do you mean? Und wie läuft sowas ab? Oh, ich stelle mir das unangenehm vor. Meine Brille rutscht doch heute, so was ist denn da los? Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still okay, hoping discreet. To be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh no, 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 no. You only need to commandeer the backseat. Wie meinst du das, wie es allgemein abläuft? Ich habe nämlich keine Ahnung davon. Was genau so deine Aufgaben sind. Also wenn ich fragen darf. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war and his record was considered far from. Problem ist, ich habe eigentlich keine Ahnung von Fall. Oh. Man is often the most dangerous. Oh, das ist natürlich nicht sehr vorteilhaft. Ja, ich frage immer, ich möchte nicht jemanden zu nahe treten. Ja, schneller reiten? Okay, geht. All right. This is the spot I was thinking of. Let's get up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Du kennst dich aus. Yeah.
Ich finde den Typen bis jetzt sympathisch. Er setzt sich so für die anderen ein. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Ankuscheln? Was? Level kuscheln? The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. Das ist eigentlich Steam oder so, wo ich dich ja, Steam habe ich. Wie war nochmal mein Dingskunst? Of course. Why don't you just tell all the folk up? Killer, war das mit LP oder nur mit Liza Scarlett? Save us all. A lot of bother. Ich glaube, Liza Scarlett LP hatte ich. If you say so. There. I think that's the wagon. Alright. Get yourself. Dann müsste da stehen voll lieb und so, voll nett und so. Clean, understand me? Don't worry, I'm clean. Du müsstest mich eigentlich schnell finden. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. Ich brauche nur den nur den Namen. Okay. Ich merke mir das immer nicht so. Weil ich diesen Namen selten nutze, deswegen. Ja. Ich glaube, Liza Scarlett war damals. Durfte ich nicht nehmen und da musste ich halt dann noch was ranmachen. Deswegen habe ich LP genommen, also Let's Play. Und so ging das dann. Damit komme ich aber selber mal durcheinander. Das ist immer voll komisch. Gefunden, okay. Ja, ich habe irgendwas noch geschrieben, voll nett und so. Das voll die Lüge. Warte mal, warum laufe ich jetzt eigentlich? Ist schon wieder Zeit, dass ich gehen sollte? Naja, okay, geht so. Und trotzdem danke, Killer. Fürs raussuchen. Kehre zum Wagen zurück. Ich möchte doch erstmal dahin. Ich bin auf dem Weg dorthin. Was will. Ich heiße in Steam. Gib mir nur, dass du weißt, wer ich bin. Okay. Müsste ich mich erstmal anmelden? Warte. Oh, mein Steam geht schon wieder nicht. Wartet. Ach, ich mach das danach, ist jetzt zu doof. Mein Steam ist immer irgendwie verbuggt, dass das nicht startet. Dann muss ich es wieder zumachen und dann. Jetzt sehe ich auch den Grund, warum ich verkackt habe. Jetzt die Frage, darf ich ran oder nicht? Hold it right there. Whoa, you better put that down right now. We'll have a fire if we have to. Gonna need your cargo, fellas. Are you insane? We're the United States Army. That's it. Shoot that bastard already. Ich hätte eh keine Wahl, ich muss sie doch erschießen, im Grunde. Hab doch gar keine Wahl, die hätten doch nicht angehalten. Ich hab nie Probleme mit dem Nick, außer auf der Playstation. Das ist bei mir in Steam leider das Problem. Okay.
Habe ich alles? Er wird bestimmt nicht so erfreut sein, dass ich das... Ja, dass ich das auf diese Art geregelt habe, aber ich hatte nicht wirklich eine Wahl. Wie hätte ich die denn sonst zum Stoppen gebracht? Ohne Gewalt. Ich hätte sie auch fesseln können, aber... Ich finde das Schießen leichter. Und ich werde mir jetzt bestimmt eine Predigt anhören dürfen. Gut. Oh, ich sollte wirklich nicht in den Chat gucken. Oder woanders hinschauen, wenn ich gerade reite. Den Tag ist, wenn weißt du eigentlich, ob das Assassin's Creed DLC lange gehen wird? Also ob es eine Menge Inhalt hat oder eher so ein bisschen kürzer ist. Weiß man da was? Ich habe mich jetzt nicht erkundigt, falls du es jetzt hörst. Weil ich mich dann darauf vorbereiten könnte, wenn man schon was weiß. Dass ich dann vielleicht noch was anderes spiele. Aber ich freue mich, Cassandra wiederzusehen. Die verrückte, brutale Ersa 2. Ich mag Cassandra, das ist toll. Keine Ahnung, aber es ist Assassin's Creed. Ja, dann wird es wahrscheinlich einige Stunden gehen. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt noch so viel Platz habe, dass ich das DLC runterladen kann. Es ätzt so sehr. Captain Monroe, I got the mission. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well. I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. Ah, hustet so viel, Mann. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. Oh, das ist wirklich ein... Jetzt kommt das Jugendwort Ehrenmann. Er ist ein Ehrenmann. Jetzt muss ich das aussagen. Gut. Und es endet nicht. Und es endet einfach nicht. Und es endet einfach nicht. Er möchte mit mir sprechen. Okay. Was ist mit Sadie schon wieder? Was macht die eigentlich hier unten? Das hat was mit Dutch zu tun. Auf Wiedersehen, lieber Freund. Warum heißt die Mission so? Ich möchte Dutch jetzt gerade nicht sehen, ehrlich gesagt. Das möchte ich jetzt auch noch. Dann mache ich das hier. Ich möchte Dutch jetzt wirklich nicht sehen. Ich finde den gerade sehr ätzend. Er hat sich richtig scheiße entwickelt, finde ich. So ein richtiger Kotzbrocken geworden. Am Anfang so der tolle, super Boss, der alle beschützen möchte, der seine Leute rettet und aus jeder misslichen Lage befreit. Und jetzt so eine Scheiße. Eine nach der anderen. So ein richtiger, unsympathischer Typ geworden. Für mich jetzt jedenfalls. Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber... Darf ich ganz ehrlich was vermuten? Macht es. Ich habe eher so das Gefühl, Dutch steckt hinter den ganzen Scheiß. Dass er irgendwas anderes im Sinn hat, irgendeinen anderen Plan und uns die ganze Zeit einfach nur ausgenutzt und verarscht hat. Und es ist einfach so, er scheißt auf seine Leute im Moment. Es geht wirklich nur noch nach seinem Kopf. Das ist richtig schlimm. Ich hasse solche Typen, Menschen, Charaktere. Egal was, es ist einfach Kacke, was der macht.
Anfang war er auch so richtig super zu Arthur. So, du bist mein Sohn und ich vertraue dir. Und dann auf einmal diese Geheimniskrämerei und dann... Er macht Pläne mit den anderen Typen. Wir bekommen gar nichts mehr mit und werden nur weggeschickt und müssen irgendeinen anderen Kram machen. Er hört uns nicht mehr zu. Merkwürdig. Es hat sich sehr merkwürdig entwickelt. Das Spiel kommt noch mega in die Fresse. Ich hoffe. Aber das Problem ist, dass wir auch damit reingezogen werden. Alles, was er tut, zieht er die ganze Gruppe mit rein. Schon die ganze Zeit. Eine Scheißidee nach der anderen. Immer sein Plan. Immer seine Vorstellungen. Das ist der tolle Plan. Das klappt. Wir brauchen Geld. Hat uns immer weiter in die Scheiße getrieben. Und jetzt sind wir hier. Das Lager ist völlig aufgelöst. Die saufen alle. So gar keine Hoffnung, Motivation mehr. So wie am Anfang. Eine mussten wir erschießen, weil die gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und Dutch verraten hat. Was ich auch langsam verstehen kann. Es läuft echt merkwürdig. Alles aus dem Ruder. Und Arthur ist scheiße krank. Das ist auch noch, kommt auch noch dazu. Dutch sorgt sich nicht mal. Überhaupt nicht. So gar keine Reaktion. Und er hört ihm nicht mehr zu. Das ist sehr traurig. Aber gut, genug von Dutch. Wir werden ja noch sehen, was passieren wird. Ab nächstes Jahr kann man, glaube ich, PSID ändern. Echt? Oh Gott sei Dank, wie cool. Dann kann ich endlich diese scheiß 19 wegmachen. Diese blöde Zahl, die ich da drin habe in meinem... Also ich muss dir den Arsch versöhnen. Was machst du da? Was soll das? Ich habe irgendwas mit Ersa und dann 19 oder so. Das habe ich gemacht, wo ich 19 war. Da könnt ihr mal sehen, wie alt mein Kanal ist. Mein Kanal. Meine ID. Die muss ich mal ändern. Also es wäre cool. Problem ist nur, dass sie sagen, dass man mit den gekauften Spielen Probleme nehmen kann. Du meinst, wenn man den Namen ändert, dass es dann Probleme mit den Spielen gibt? Oder? Also mit dem Account? Meinst du das? Ich teste dann, ob ich endlich zu Svenita werden kann, obwohl es ja für Leute schon cool klingt. Ja, das klingt schon cool. Yep. Das wäre kacke. Ich würde das nicht, wenn es jetzt rauskommt, diese Funktion, dass ich das sofort mache. Würde ich nicht machen. Nur wenn es sicher ist. Habe ich echt keinen Bock, dass mein Account dann irgendwie weg ist und meine ganzen Spiele und so. Nini! Sind nur Gerüchte und Panikmache. Ja, das machen die Leute gerne. Erstmal abwarten. Fehler können immer passieren, aber die müssen es dann halt auch richten, wenn irgendwas passiert. Was nicht passieren sollte, aber abwarten. Ich werde es auch verfolgen. Ich wusste nicht mal, dass das ab nächstes Jahr gehen soll. Ich bekomme gar nichts mehr mit. Oh nein, noch 40 Minuten. Ja, die Zeit vergeht, ne? Ich mach dann aber auch bald Schluss, weil... Ich merke schon, ich rede immer träger und meine Augen werden irgendwie immer schwerer und die Konzentration fällt schwerer. Die Stimme wird schwerer. Alles ist schwer. Ich bin fett. Nein, was? Wow, war der schlecht. Der war schlecht, sorry. Hab gerade wieder so meine 3 Sekunden. Kannst du mir sagen, warum ich wieder Red Dead spiele statt FIFA? Weil ich dich damit anstecke, weil es Spaß macht und weil das Spiel cool ist. Für mich jetzt. Und du hast es auch geholt, also ja. Es ist einfach cool. Was soll man machen?
Das heißt, du musst noch ein paar Stabs aufheben. Ja, ich reite gerade, schwierig. Ich habe mein Ersa-Pferd, das ist das Schönste, was ich haben kann jetzt. Schade, dass es keine roten Pferde gibt, das wäre cool. Außer ich beschmiere es mit Blut, dann... Ja. Ich beschmiere das Pferd mit Blut von meinen Opfern. Ja. Okay, jetzt werde ich creepy, sorry. Aber das ist eine gute Idee. Ich möchte ein rotes Pferd haben. Und Opfer finden sich schnell. dein linkes Nasenloch hat es mir angetan. 91... Wow. Really? Oh, nein, 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 nein! Das hätte schief gehen können. Mal wieder. Gut, meine Reaktion ist vielleicht noch ein bisschen vorhanden. Das war's aber auch. Warum pfeift er die ganze Zeit? Das irritiert mich voll. Alles gut, nicht keine Angst kriegen. So, warte mal. Ich muss dich mal streicheln. Ganz ruhig. Ich muss dem Pferd mal ein bisschen Liebe geben. So. Let's get you looking good.